Schaut man sich an, was die Parteien in diesem Wahlkampf geboten haben, hat man den Eindruck, sie hatten vor allem ein Ziel, die Wahlbeteiligung unter 5% zu drücken. Das ist ihnen zum Glück nicht gelungen. Es sind doch noch ein paar hingegangen und haben gewählt, aber nicht wegen dieser Parteien, sondern trotz dieser Parteien. Überraschung, Überraschung ist dieses Ergebnis. Nicht wirklich. Fast ist man versucht zu sagen, es hätte noch schlimmer kommen können, dass es nicht zu einem wirklich massiven Rechtsruck kam. Das haben wir absurderweise dem Hans-Peter Martin zu verdanken. Die FPÖ, die hat mit ihren Hetzparolen diesen Wahlkampf dominiert und es ist immer das gleiche Spiel. Indem sie die Provokationsdosis immer mehr steigern, immer noch ein paar Millimeter in Richtung Nazi-Parolen driften, generieren sie Aufmerksamkeit durch Provokation. Was die Themensetzung betrifft, ist es doch längst schon so. Österreich ist in Deppenhand. Angesichts dessen darf man richtig froh sein, dass die Zuwächse der Verhetzerparteien noch einigermaßen moderat blieben. Dass aber die Deppen von der populistischen Einheitsfront, von FPÖ bis BZÖ so leichtes Spiel haben, liegt im Wesentlichen an den anderen Parteien, an deren Politik und an deren Personal. Da war dieser abgetakelte Freundl-Wirtschaftler aus den dunkelsten Schüsseljahren, dessen Wahlkampfstrategie offenbar lautete, ich bin der bessere Mölzer. Der feiert es jetzt schon als Triumph, dass er sich der 30%-Marke von unten annähert. Da war der Spitzenkandidat der SPÖ, der wurde von seinen Coaches auf einen Antipopulismus getrimmt, eine Rolle, die derart wenig zu ihm passte, dass er in der ORF-Elefantenrunde wie eine ferngesteuerte Witzfigur wirkte, wie ein Schauspieler, dem sie das falsche Skript in die Hand gedrückt haben. Das Problem ist freilich, dass man nicht so recht weiß, welches Skript für ihn denn eigentlich das Richtige wäre. Und da ist die traurige grüne Ulrike Lunacek, die bei allen ihren Auftritten in erster Linie die Sympathiewerte von Johannes Voggenhuber steigerte. Das Problem ist freilich, dass kein Mensch weiß, wofür diese trostlosen Frontleute sklerotischer Parteien eigentlich stehen. Sie selbst wissen es nicht. Wie viele Niederlagen müssen diese Parteien eigentlich noch einstecken? Wann werden sie endlich begreifen, dass sie mit mediokren Figuren und jämmerlicher Taktiererei nicht weiterkommen? Ich meine, diese Elefantenrunde im ORF beispielsweise, die war wirklich symptomatisch. Da schafft es nicht einer, in Richtung dieser FPÖ- und BZÖ-Hetzer zu sagen. Sie ruinieren dieses Land seit fast 2 Jahrzehnten. Wir sind in der gefährlichsten Wirtschaftskrise seit Menschengedenken. Die Leute haben keinen Job oder sie können, wenn sie einen haben, nicht mehr leben von dem, was sie verdienen. Wir sollten darüber reden, wie wir unser Land gerechter machen, wie wir allen Menschen Bildung und Chancen geben können. Wir sollten auch darüber reden, wie wir die Wirtschaft so organisieren können, dass alle etwas vom Reichtum abbekommen. Und was machen Sie? Sie reden von Moslems, von Abendland, von der Christenhand und halten Kreuzerl hoch, hetzen die Leute gegeneinander auf, als hätten wir nicht genügend Probleme in diesem Land. Ich finde, das muss man erst einmal schaffen, eine TV-Diskussion gegen Andreas Mölzer zu verlieren. Ein hölzerner, unsympathischer Typ, der noch dazu nicht reden kann. Wer den nicht vorführt und vor laufender Kamera zerlegt, der hat halt einfach in der Spitzenpolitik nichts verloren. Aber keiner von denen schafft es offenbar auf gerade Art mit denen zu reden, auf eine Art, die die Wähler auch verstehen, dass man politische Ideen braucht, dass man diese politischen Ideen auch verkörpern muss und dass man versuchen muss, die Leute dafür zu begeistern. Und wie man das macht, davon hat offenbar niemand in diesen A-Teams, B-Teams und C-Teams auch nur einen blassen Schimmer. Österreich ist auf der schiefen Bahn und das sehr lange schon. Und das wird auch so bleiben, solange SPÖ, Grüne und Co. so weitermachen wie bisher.